Grüße euch, Servus, liebe Zuschauer hier auf Hauptkanal, auf dem Hauptkanal, bitte schön mit Artikel, wenn es geht, digitaler Chronist. Das Video, was jetzt kommt, da muss ich jetzt wirklich selber aufpassen, dass ich hier Zitate nicht oder dass ich hier Sachen zitiere, die mir dann wahrscheinlich eine Verwarnung von YouTube einbringen würden. Ja, ihr werdet gleich feststellen, was ich damit meine. Zuerst nochmal ein Verweis auf die Netzseite digitaler-chronist.com. Da seht ihr auch die Sachen, die nicht auf YouTube erscheinen, beziehungsweise nicht auf YouTube erscheinen. Einmal die Direktübertragungen auf den anderen Alternativen und generell bei anderen Plattformen außer YouTube und die Videos, die man auf gar keine Mainstream-Plattform, sondern nur auf den alternativen Plattformen hosten oder hochladen kann. Die findet ihr hier auch, weil die findet ihr nicht und die seht ihr nicht, wenn ihr nur und ausschließlich auf YouTube bleibt. Deswegen haben wir die Netzseite gemacht als zentrale Anlaufstelle, dass man hier von hier aus auch dann alles zusammen gebündelt sieht und nicht sich auf 1000 Plattformen anmelden muss. Nur als Hinweis. Sarah Lee Heinrich, glaube ich, heißt die junge Dame, 20 Jahre alt, eine Schwarze. Deutsche Mutter, schwarz-afrikanischen Vater, der sich allerdings irgendwie relativ frühzeitig verabschiedet hat und seine Frau und sein Kind allein gelassen hat. Da ist dann der deutsche Staat, sprich auch der deutsche Steuerzahler eingesprungen. Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, um Gottes Willen, Kinder soll es gut gehen und es ist richtig, dass der Staat hier hier auch hilft, ja, daran gibt es gar nichts zu kritisieren, aber es ist nun mal so, ich erwarte da als Teil der deutschen Gesellschaft, sage ich mal, jetzt auch wirklich nicht irgendwie dann den überschwänglichsten Dank oder irgendwas, ja, wirklich nicht, also das Gefühl kommt nicht hoch, aber ich muss jetzt auch nicht beschimpft werden dafür. Also das finde ich dann auch etwas unangemessen. Ja, um was geht's denn? Diese Gute ist zur Co-Vorsitzenden der Grünen Jugend gewählt worden. Mit einem Timon irgendwas, der so hohl ist, dass er sogar in NTV auftreten darf. Aber das ist ein anderes Thema. Man muss jetzt aber auch, um das Ganze richtig einzuordnen, wir beordnen ja gern mal ein, ja. Die Jugendorganisationen der Parteien sind, das ist so irgendwie so ein, fast schon wie so ein Ritual oder ist so eine Tradition, ja. Es ist bei den jungen Liberalen, bei der FDP so, bei der jungen Union ist es teilweise auch so, bei den Jusos ist es so, bei der Grünen Jugend ist es so, auch bei der Alternative, bei der jungen Alternative sogar, weil die noch wirklich wesentlich weniger extrem sind als Grüne Jugend oder Jusos oder gar die linke Jugend. Aber das sind halt immer diese Jugendorganisationen, die können sich da austoben, die können da Forderungen stellen, die eh niemand erfüllen wird oder die nie so kommen werden. Darf die Sache aber nicht unterschätzen. Schröder war Juso-Vorsitzender und ist Bundeskanzler geworden. Genauso wie Westerwelle war natürlich bei den jungen Liberalen, also eigentlich alle Spitzenpolitiker, ja, auch Scholz war Juso-Vorsitzender, glaube ich. Wer ist jetzt gerade Juso-Vorsitzender gewesen? Kevin Kühnert, okay, dann können wir uns auch vorstellen, das könnte auch, wenn es in der logischen Weiterfolge so läuft, der nächste oder übernächste Bundeskanzler werden, aber dann bin ich hier nicht mehr hier vor Ort. Ja, das ist nun mal sicher, ja. Wenn es dann soweit ist, aber soweit sind jetzt nicht kommen, ja, es wäre nur die logische Erbfolge, aber Kevin, muss dich enttäuschen, das wird nicht passieren. Aber auch wenn sie einen sogenannten, wie kann man sagen, Weltenschutz haben, die Jugendorganisationen und die gern mal auch mal die Altvorderen herausfordern und provozieren dürfen und auch auf dem Parteitag dann als eigene Delegation Forderungen stellen dürfen, Anträge einbringen, Rederecht haben und so weiter und da auch teilweise einen rechten Scheiß erzählen, aber egal, die werden dann, das wird dann da gutiert von den Funktionsträgern und den Machthabern der Partei, lass die mal ihre Hörner abstoßen oder irgendwie so.
Und da haben wir jetzt Sarah Lee. Ich will mir zur Einstimmung mal ein paar Tweets vorlesen. Ein paar Tweets kann ich gar nicht vorlesen, weil sonst ist das Video direkt im Eumel quasi, ja, YouTube-mäßig. Viele kriegen es nicht auf die Reihe, Anti-Israel und Anti-Juden-Zeug in ihrem Aktivismus zu trennen. Ich will gleich sagen, der Tweet ist von 2017, da ist sie 15 gewesen oder 16, sie ist jetzt 20. Juden und Asiaten sind keine weißen, wobei, 4, dann ist, da war sie 16, ja, 17. Juden und Asiaten sind keine weißen Menschen und bei Slaven weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Ich werde mir irgendwann einen Besen nehmen und alle weißen Menschen aus Afrika rauskehren. Gut, man könnte jetzt zum Beispiel sich vorstellen, als Vergleich, sage ich nicht, es ist nur hypothetisch, theoretisch im Konjunktiv. Ein Sprecher der jungen Alternative sagt, ich werde mir irgendwann einen Besen nehmen und alle schwarzen Menschen aus Europa rauskehren. Was würde passieren? Also das kleinste Ding wäre wahrscheinlich ein Brennpunkt auf ARD, ZDF, Neo, Arte, schieß mich tot. Ja, es gibt aber auch durchaus Gewaltfantasien bei einer 13-, 14-Jährigen. So alt war sie nämlich damals, 2015, ist dieser Tweet, wenn Revi Stexpert auch nur ein Haar krümmt, werde ich Fangirls nach seiner Adresse fahren und ihm ein Messer in den Bauch rammen, Zitat Ende. Einfach Domi, an die hat sie geschrieben, ja natürlich, ich kann auch schlagen und töten, wen ich will. Das war vor 6 Jahren, da war sie 14. Du, der das geschrieben hat, ich werde dich finden und anspucken, dann aufhängen, mit einem Messer anstupsen und bluten lassen. Zitat Ende. Liebes YouTube-Team, liebe Frau YouTube, es ist nicht meine Rede und mein Sprech. Das kann ich hier gar nicht vorlesen. Das möchte man sich bitte selber hier, das geneigte Publikum, hier nochmal zu Gemüte führen. Nicht alle Mädchen mögen Blumen, das sexistische Schwein, ich will dich verbrennen, alle Männer sind scheiße. Ja? Und dann gibt es noch so eine kleine Fanfare, ja? Heil Hitler und Heil, und das hat sie auch noch in anderen Zusammenhang, Heil, ja, also jetzt nicht gerade, würde man nicht jetzt gerade diesen Gruß bei einer linksextremen Jugend, grünen Jugendaktivistin vermuten. Ich will nur sagen, ich will das gleich mal voranschicken, ja, diese Tweets, ja, auch wenn sie, dann sollte man auch mal eigentlich mal wirklich überlegen, ob man überhaupt 14-Jährige an Twitter ranlassen sollte, aber so gesehen sagen die Grünen ja auch, Moment mal, wir wollen die grüne Jugend Wahlalter auf 14 runter, am besten auf 0, ja, das ist wirklich deren ernsthafte Forderung. Dann kann man aber nicht hergehen und sagen, ja gut, damals, ich war halt 14. Also, dann kann ich auch sagen, ja gut, ich habe damals Grüne gewählt, ich war halt 14. Oder wie darf ich das verstehen? Also da ist auf jeden Fall ein nicht auflösbarer Widerspruch. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, wer solche Fantasien hat, mit 14, mit 13, 14, die auch nur öffentlich macht, also ich finde, das finde ich hoch und höchst problematisch. Also ganz ehrlich, also ich finde da wirklich sauberer Schnitt. Sarah Lee, sorry, aber da hast du jetzt mal echt deine eigene Geschichte hier versaut. Es soll wohl nicht sein, dass du in die Richtung gehst, beruflich und überhaupt. Also mit grünen Jugendvorsitzenden, das lassen wir mal. Ja, wir ziehen dich mal ganz elegant hier aus der Geschichte raus, möglichst gesichtswahrend irgendwie. Und du studierst weiter irgendwie irgendwas Geschwätziges, ja, dann sind alle froh und glücklich. Aber nicht bei den Grünen, ja, bei den Grünen, da darf eine Schwarze alles sagen, alles machen, ja, und sie darf vor allem nicht angegriffen werden, auf gar keinen Fall. Es ist wieder immer die gleiche Täter-Opfer-Umkehr und ich sag euch, liebe Leute, es wird immer schriller, immer hysterischer, immer krasser, immer unverständlicher, immer unmenschlicher, immer unlogischer und immer mehr satanistische Umdrehung. Ja, so schaut es nun mal aus. Und da sage ich, nein, das wird nicht funktionieren. Ja, ihr seid mitten in der kompletten Selbstauflösung, wenn man so will. Ja, ihr beschleunigt es nur noch. Ja, ihr könnt doch nicht glauben, dass ihr permanent gegen die Natur und gegen alles, was eigentlich richtig und göttlich ist, ja, dass ihr dagegen angehen könnt. Ja, was glaubt ihr denn, wer ihr seid? Ja,
Wahnsinn. Ja, meine ich jetzt wirklich ein bisschen höher gestellt, philosophisch ein bisschen, es ist einfach nur noch anmaßend. Ja. Anna Peters, das ist eine Co-Aktivistin bei der Grünen Jugend, kaum 24 Stunden im Amt und Sarah Lee muss den ekligsten Shitstorm ever durchmachen. Weil Menschen sie mundtot machen wollen, weil Menschen junge, kluge, linke Frauen fürchten, die politisch was reißen. Das ist ekelhaft und das werden wir nicht zulassen. Wir stehen an ihrer Seite. Ich kann hier null Kluges oder Politisches erkennen. Ja, es ist wirklich nur primitiv, es ist total gestört, es ist für mich krank und wirklich... So jemand gehört nicht in die Politik, sondern wirklich eher mal gründlich untersucht. Das meine ich jetzt im Ernst und ich meine es auch nicht irgendwie, ich will mir auch gar nicht lustig machen, es soll auch kein Shitstorm-Video werden oder sonst irgendwas. Ich finde nur, man sollte mal einfach mal wirklich, wie sagt man so schön, das Kind beim Namen nennen und nicht hier irgendwie rumschwurbeln um den Brei, bis man selber irgendwie da reinfällt quasi. Ja? Unglaublich unerträglich, wie hier noch irgendwas hochgehalten wird, was gar nicht mehr hochzuhalten ist, was eigentlich schon für sich spricht. Ja? Da wird ein sinkendes Schiff versuchen, die mit einem Seil, ja, ich halte schon noch irgendwie, dann geht es nicht unter oder was. Also unglaublich eigentlich, ja, wie hier das schön geredet wird. Moment mal, habe ich hier mein Handy irgendwo? Ja, muss ich mal ausmachen, das ist ja nicht so schön. Richard Meuser schreibt so, wie es ist. Irgendwie scheint bei der Auswahl des grünen Spitzenpersonals die Vorabrecherche über allfällige Leichen im Keller eingespart worden zu sein. Sarah Lee und Annalena, ja, allein die Namen schon. Da schaut es übrigens richtig scheiße aus, die Baerbock. Aber gut, wie kann einer Partei das eigentlich passieren? Ja, es ist alles öffentlich. Ja, das ist keine geleakte Geschichte oder irgendwelche Chatnachrichten oder irgendwas, die sie jemandem geschickt hat. Ja, WhatsApp oder irgendwas. Nein, oder Facebook Messenger. Nein, es sind öffentlich ausgestellte Tweets, ja, die für jeden lesbar waren. Ja. Die hat sie inzwischen übrigens gelöscht, und zwar in einer, muss ziemlich anstrengend gewesen sein, war angeblich über 1000 Tweets gelöscht, ja, damit die nicht wissen, was da sonst noch alles stand, ja, die gute Sarah Lee. Und Tore Landhoff bringt es auf den Punkt, ich war auch mal 14 und alle, die ich kenne, auch. Doch solch eine kaputte und unmenschliche Scheiße hat keiner von uns rausgehauen. Das Mädel gehörte schon damals in ärztliche Behandlung. Ja. Ich werde dich finden und ich werde dich töten. Ja, also Entschuldigung, wer schreibt denn sowas? Ich werde mir irgendwann einen Besen nehmen, das hat man schon. Ja, und alle schwarzen Menschen, alle weißen Menschen aus Afrika. Ja, oder hier Deutschland hat eine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft. Das sind die, diese Weißen sind die, die dein Studium bezahlt haben, was du nicht fertig gemacht hast, deine Schule, deine Ausbildung, deine Gesundheitsversorgung, deine alles eigentlich, ja. Natürlich, deine Mutter hat sich um dich gekümmert, alles klar, und weiß nicht, wie ihr finanziell dagestanden habt, aber auf jeden Fall haben wir, die weiße Mehrheitsgesellschaft, dir hier ein Land zur Verfügung gestellt, und du kannst hier mit tun, ja, was auf jeden Fall irgendwie ein bisschen angenehmer ist vielleicht als Kinshasa oder was, ja, zum Beispiel, ja, nur mal so, ja. Ich weiß nicht, ob du da solche Dinge raushauen kannst und ob du überhaupt da irgendwo Pieps sagen kannst und ob du als Frau da überhaupt irgendwie, also eine politische Partei ja eher nicht, ja, glaube ich mal, ja. Wahnsinn, diese Hybris auch, diese Denke, ja. Also wirklich, ich muss mich hier beschimpfen lassen dafür, dass für meiner Kohle hier sie mitpartizipiert, was okay ist, ja, aber dafür muss ich mich nicht beschimpfen lassen, wirklich nicht, ja. Julius Brett Betschka, keine Ahnung, wer dieser Nebuchadnezzar ist, aber egal, längst gelöschte, offensichtlich private Tweets einer damals 14-Jährigen rauszuholen, sagt am meisten über diejenigen heraus, die sie hervorkramen. Da war nichts mit offensichtlich privat. Was sind denn offensichtlich private Tweets? Entweder sie sind öffentlich oder sie sind nicht öffentlich. Es ist, man merkt schon, wie dünn die Suppe wird, die da vor sich hingeköchelt wird. Denen gehen wirklich jetzt langsam wirklich alle Argumente aus. Ja? Private Tweets, made my day, sollte sich langsam für ihre Unterstützer schämen und für sich selber, wirklich. Also da brauchst du ja keine Feinde mehr, wenn du solche Leute hast, ja, die für dich sprechen. Übrigens, Safsan Schäbli meinte, bleib so, wie du bist.
Super. Sarah Lee mag es nicht, wenn homosexuelle POC sie auf Rassismus und Homophobie hinweisen. In ihrer Sprache eine Marginalisierte blockt einen mehrfach marginalisierten und verwehrt sich dessen Kritik. Also, was laut ihr nun die eklige Weise Mehrheitsgesellschaft macht. Folgendes: Ali Utlu ist ein Kölner, ich weiß gar nicht, was er vorberuflich macht, aber es ist ein großer Twitter-Account, 40.000 Leute oder was, und schwul und steht dazu und ist Ex-Moslem und hat sehr gute Tweets, hat aber auch Tweets, die ich nicht unterschreibe, aber sei es drum, das muss ja auch nicht sein. Aber er sagt, was ist. Das gefällt mir an ihm, ja, auch wenn mir dann manchmal die Richtung doch nicht irgendwie meine ist, aber es ist gar nicht das Thema. Und er hat vollkommen recht, ja. Ali Utlu, der selber türkischer Abstammung ist und sich selber als POC, Person of Color sozusagen bezeichnet, wird von Sarah Lee blockiert. Und hier haben wir Ria Schröder von der FDP, das ist übrigens diese FDP, die von dem Kollegen von der Sarah Lee, der neue, ich weiß gar nicht, Timur oder wie der heißt, Timon, glaube ich, oder was? Es tut mir leid, es ist journalistisch nicht sauber, aber wenn mir Leute so, wenn ich Leute so dermaßen unwichtig finde, dann blockiert mein Gehirn und dann lehnt mein Gehirn es ab, deren Namen sich zu merken. Ja? Kann ja nichts tun dagegen. Ria Schröder, Bundesvorstand FDP. Und wie gesagt, das ist die FDP, die dieser Kollege von der Sarah Lee so bezeichnet hat. Also Lindner ist ein widerlicher Rechter, Kotzbrocken, peinlich, untragbar, unerträglich, Kapitalistenschwein, was weiß ich, alles möglich. Kapitalistenschwein jetzt nicht, das hat er nicht gesagt, aber die anderen Zitate waren verbrieft. Kotzbrocken, widerlich, peinlich, unerträglich. Rechter, Kotzbrocken, glaube ich, aber auch noch dabei. Ich kenne Sarah Lee als engagierte Kämpferin für ihre Anliegen und streite gerne mit ihr, auch weil wir selten einer Meinung sind. Kritik problematischer Tweets aus ihrer Vergangenheit ist angebracht. Sie hat sich dafür entschuldigt. Der widerliche Hass gegen sie ist entlarvend. Ich habe keinen Hass gegen sie. Ali Utlu, nochmal der Erwähnte, schreibt dazu, eine Ethnie von einem Kontinent jagen zu wollen, halten sie nur für problematisch. Ich halte das für puren Rassismus. Wäre es auch nur problematisch, wenn es heißen würde, Türken raus? Muss man irgendwie fragen. Ich find den Tweet und ich finde die Antwort von Ali Utlu wirklich, es ist auch, wie soll ich sagen, es ist klar, es ist auch ohne große Emotionen, es ist einfach angesprochen, wie es ist. Ja? Sibel Schick hat sich eingeschaltet, vollkommen indiskutabel. Keine Ahnung, wes Geisteskind dieses Wesen ist. Ist mir nicht bekannt, diese Art. Sibel Schick sagt: Was haben eure Großeltern mit 14 gemacht? Ja, also komm mir nicht mit dem Schuldkult. Ja? Und das ist die beste Antwort, hat Felix Wolff. Woher weiß sie, dass mein. Oder hier, das war vorher noch. Wir wissen, was eure Großeltern mit 14 getan haben. Woher weiß sie, dass mein Großvater 1957 Fußball im Verein gespielt hat? Bessere Antwort gibt es dafür nicht. Ja. Unglaublich, ja. Da kommt und Sibel Schick kommt mir. Und selbst wenn mein Großvater mit 14 was weiß ich gemacht hat, ja. Mein Großvater war übrigens. Das war anfangs, noch nicht mal Erster Weltkrieg, da war der 14. Ja, mein einer und der andere war, das war 1920, da war der 14 oder sowas. Also in beiden Fällen, bei mir zumindest, hat es auch gar nichts mit irgendwas zu tun. Aber mit diesem Schuldkult und vor allem, auch wenn, selbst wenn mein Großvater Kommandant von Auschwitz gewesen wäre, ja, was kann ich dafür? Ja? Aber sie, Sarah Lee, die hat mit 14 das rausgehauen und muss sich dafür verantworten. Ja, logisch muss sie das. Oder sie sagt, okay, alles zurück auf Anfang, ich lösche meinen gesamten Account und ihr vergesst mich einfach. Ja, aber nee, so einfach lasse ich sie nicht aus der Nummer raus. Und vor allem mit dem Schuldkult, da kann sie gerne nach Hause gehen, ehrlich.
Wer Gewaltfantasien verbreitet und Menschen gegeneinander aufhetzt, hat in der Bundesrepublik kein politisches Amt zu bekleiden. Emperor Caligula, genauso sieht's aus. Dass die Grüne Partei dagegen nichts unternimmt, zeigt nur ihren totalen moralischen Bankrott. Das ist das Horn, in das ich auch stoße. Es ist der Bankrott und der setzt sich fort und dann sind die fertig. Ich sag's euch, die störe nie deinen Feind, wenn er Fehler macht, und die machen laufend Fehler. Sie sind in einer Hybris drin und denken, wir können uns jetzt alles erlauben, wir haben die ganze Republik auf links gekrempelt, aber da werdet ihr noch bös aufwachen. Ja? Hier haben wir noch auf der jungen Freiheit, hier haben wir Safsan Schäbli als Reaktion: Liebe Sarah Lee, viel von uns kennen das, was du gerade erlebst, nur zu gut. Lass dich nicht unterkriegen, du bist toll, wie du bist. Die kennt sie wahrscheinlich gar nicht. Ja? Also da kommt irgendeine Rechtfertigung von ihr und Quattro Milf, das ist wirklich nicht, das ist mir wirklich zu blöd. Also das, so jemandem gebe ich keine Plattform mit. Die soll selber schauen, wo sie bleibt. Alter Schwede, sagt Annabel Schunke. Und twittert das hier: Diskriminieren kann nur, wer Macht hat. Schwarze Menschen haben in Deutschland keine Macht. Von daher kann Heinrich, also Sarah Lee, vielleicht Geschmacklosigkeit, nicht aber umgekehrter Rassismus vorgeworfen werden. Taz-Redakteurin Silke Mertens. Ja, also wenn sie das sagt, dann wird es wohl so sein, oder wie jetzt? Es ist wirklich, die sind echt fertig, die sind echt am Ende. Ja. Und heute mit die Folgen der Anfeindungen. Nach Morddrohungen zieht sich die neue Vorsitzende Sarah Lee Heinrich für einige Tage aus der Öffentlichkeit zurück. Nicht vom Amt, teilt die Grüne Jugend mit. Und da muss ich mal ganz eindeutig, aber richtig ganz eindeutig sagen, also Morddrohungen, ja, also wer die ausspricht, der, für den habe ich genauso viel übrig wie für diese Schranzen da, ja. Also ich meine, was soll das denn, ja? Mama hat nur das Gefühl, da gibt es irgendwelche Provokateure, die Morddrohungen schreiben, damit die Rechten dann wieder blöd dastehen irgendwie. Und aber wenn es dann über Todeslisten von über 250 Leuten oder von jetzt ganz aktuell 53 AfD-Mitgliedern gibt, Prominenten, die im Netz kursieren, das ist dann irgendwie dieses doppelte Maß, das funktioniert auf ewig und drei Tage wird es nicht funktionieren. Ja? Aber von diesen Morddrohungen, die verurteile ich aufs Schärfste, wie es so schön heißt, und distanziere ich mich aber sowas von. Es ist ja auch total wirklich, was soll das denn? Ja? Also wir regen uns über Gewaltfantasien auf und dann gibt es Morddrohungen. Also das ist ja, haut ja irgendwie nicht hin. Ja? Und für mich auch vollkommen außerhalb jeglicher, also nur noch idiotisch. Ja? Also in allen Belangen, in allen Beziehungen idiotisch. Und Morddrohung hat sie ja schon ausgestoßen. Müssen wir nicht auch noch machen. Also, liebe Leute, in diesem Sinne, ich sag's euch, es ist in wirklich Anzeichen einer Dekadenz, die, wie sie der Westerwelle mal angesprochen hat, er nannte es spätrömische Dekadenz. Ja? Wir sind am Ende eines Reiches, wenn man so will, ja? Am Ende einer Epoche und stehen vor was Neuem, das Alte krallt sich fest und taumelt quasi mehr oder weniger ins total Absurde. Ja? Weil, ich meine, nochmal, das geht gegen gewisse Normen und menschliche, wie soll ich sagen, Einstellungen, die irgendwie universell sind. Ja? Das ist so in sich so verdreht, das kann nicht zu was Gutem werden. Ja? Die Leute, die das irgendwie nicht verurteilen, sondern verteidigen, ja, die sind meiner Ansicht nach wirklich schwerst gestört. Und das meine ich nicht beleidigend, ich meine das wirklich, die haben eine schwere Störung, eine schwere Wahrnehmungsstörung, kognitive Dissonanz oder was weiß ich, die sind einfach schwerst gestört. Das meine ich im Ernst. Ja? Vielleicht sehe ich es auch falsch, ja? Will ich nicht ausschließen. Ja? Aber glaube ich irgendwie nicht. Ja, ich sag mal, die Sicht, die da dargelegt wird, also erstmal, dass eine 13-, 14-Jährige solchen Sachen sagt und das irgendwie für verzeihlich gehalten wird und für normal gehalten wird, wie es so rüberkommt, du bleibst so, wie du bist und so weiter und du armes Haschal, armes Mäuschen, hast einen Shitstorm und so weiter und von der Täterin wird sie direkt zum Opfer gemacht.
diese ganzen dauernden Umdrehungen, Umkehrungen, das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Du kannst nicht immer und ewig und alle und ewig und drei Tage gegen die Natur und gegen wirklich gegen die Schöpfung angehen. Das geht nicht. Ich will es wirklich so hochhängen an der Stelle. Ja? Macht es gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke, dass ihr generell unseren Kanal abonniert. Wer es noch nicht getan hat, gerne jetzt liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne tun. In der Beschreibung stehen entsprechend die Angaben. In diesem Sinne, macht es gut, Leute. Danke und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Mal schauen, ob Sarah Lee dann noch Vorsitzende der Grünen Jugend ist. Also könnte sein, dass sie doch noch irgendwo den Hebel der Notbremse oder die Leine, der Reißleine finden. Wer weiß.